Du hast mir im Vorgespräch einen ganz spannenden, einen sehr fordernden Satz gesagt, der hängen geblieben ist, den ich sehr cool fand irgendwo auch und der vielleicht auch einen Teil zu der Position beigetragen hat, wo du heute bist. Du hast nämlich mal eine Phase gehabt, wo du bewusst gesagt hast, wenn ich nicht in 2 Jahren Partner bin, dann bin ich hier weg. Das ist richtig. Heute bist du Partner in einer Unternehmensberatungsgruppe, über die wir auch ein bisschen reden werden. Besonderes Konstrukt, 160 Vollzeitleute, die da beschäftigt sind. Es geht um M&A-Prozesse, es geht um Restrukturierung, es geht um HR, es geht um Marketing, es geht um Software. Also es ist ein Konstrukt, was wir auch noch ein bisschen besser verstehen werden. Und du bist da einer von 4 Partnern. Also das ist korrekt, ja. Die Forderung ist in Erfüllung gegangen. Absolut, ja. Und Headquarter in Braunschweig. Die Löwenstadt. Die Löwenstadt. Und ursprünglich, vielleicht wird man es noch ein bisschen raushören, kommst du aber aus Österreich. Das stimmt. Lass uns in der Folge mal einen Tick zurückgehen und rekapitulieren, wie es zu dieser Partnerkarriere kam. Wolltest du, Philipp, schon immer Partner in der Beratung werden? Nee, ganz sicher nicht. Nein. Also ich komme ursprünglich aus Wien. Das wird man im Laufe des Podcasts sicher noch stärker raushören können dann irgendwann. War auf einer klassischen Privatschule, kam aus relativ gutem Hause, sehr viel Vorzüge genossen. In Wien kann man das Leben ja auch ganz gut genießen. Bin deswegen auch erstmal nach der Schule für Studium dort in Wien geblieben. Hatte am Anfang Medizin studiert ein Jahr, weil meine Familie eben aus Zahnärzten besteht und da natürlich der unterschwellige Druck aus dem Elternhaus schon da war, okay, du wirst jetzt auch Zahnarzt, du übernimmst das alles. Und dann, man hat ja auch gesehen, was damit möglich war, vom Lebensstil etc. Aber ich habe dann auch festgestellt, das ist echt nicht meine Welt. Also ich habe mir nicht vorstellen können, 40 Jahre jeden Tag Leuten im Mundraum herumzubohren und das hat keinen Sinn darin gesehen. Dann habe ich, wie man es halt so oft macht, okay, wer nichts wird, wird oder Betriebswirt in dem Fall. Habe dann BWL an der WU studiert in Wien. Habe aber grundsätzlich einen Gefallen dran gefunden. Bin dann relativ früh auch ins Ausland gegangen, habe ein Auslandssemester in Moskau gemacht. 2009, das war Hochblüte der Finanzkrise, aber davon hat man in Moskau im Nachtleben nichts gemerkt. Also die haben sich es auf jeden Fall nach wie vor gut gehen lassen. War eine ganz, ganz tolle und auch prägende Erfahrung, muss ich sagen, weil es also mir war schon wichtig. Ich wollte immer irgendwo hingehen, wo es dann nicht ganz westliche Welt ist, sondern schon noch was anderes. Also Asien, Russland, Südamerika, alles, all diese Dinge wären interessant und spannend gewesen. Nimm uns da vielleicht mal in eine dieser Nächte mit. Der Berlin hat ja auch ein tolles Nachtleben. Absolut. Bei Braunschweig weiß ich es nicht ganz genau, aber Moskau Nachtleben, was ist eine Geschichte, die du gerne erzählst? Ich habe 2 Geschichten. Eine Geschichte ist, wir sind, also üblicherweise ist es so, dass du kommst zum Club hin und dann gibt es erstmal Face Control. Es funktioniert so, dass vorne Security-Leute stehen und hinten gibt es einen Raum mit Videokamera und die checken dann, okay, bist du sozusagen, passt dein Gesicht in den Club, bist du hübsch genug oder bist du attraktiv genug oder siehst du so. Und Männer hatten nie Probleme. Also egal wie du angezogen warst, egal wie du herkommst, bist immer reingekommen. Ne? Und Frauen wurden reihenweise abgewiesen. Und trotzdem hattest du drinnen eine Frauenquote von 70%. Ja? Und dementsprechend jetzt auch nicht gerade die 1 bis 3, sondern eher Kategorie 8 bis 10 und das eigentlich in jedem Club dort. Aber man muss auch dazu sagen, dass nicht alle dieser Damen, die dort waren, auch zum Vergnügen dort waren. Also da waren viele beruflich dort unterwegs. Ja. Aber man konnte auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit dort haben. Ja. Story 1, schon mal ganz gut. Story 2 ist dann sozusagen nach dem Club. ja, sehr gut. Einer meiner besten Freunde dort, mit dem ich dort unterwegs war, wie es dann eben so ist, du gehst dann durch die Straßen, möchtest jetzt kein Geld ausgeben für ein Taxi, sondern gehst eben zu Fuß bei minus 10 Grad durch Moskaus Straßen und musst dann eben mal für kleine Jungs. Und dann gehst du eben in die Ecke und
wir verrichten unser Geschäft und plötzlich hören wir hinter uns Stimmen, drehen uns um, waren das 5 Polizisten mit der Kalaschnikow. Ich sage immer im Anschlag, das ist wahrscheinlich wahnsinnig nicht im Anschlag, aber es war schon so, dass ich mir gedacht, okay, eher unangenehme Situation, aber dann mit 1000 Rubel war dann auch alles erledigt. Ja. Wie viel also, ist das? Das waren damals so ungefähr 25 Euro. Hm. Also vertretbar. Ja. Also das hat man dort auf jeden Fall gelernt. Auch an der Universität wurde das dort gelernt. Wir hatten einen Kurs Doing Business in Russia. Da wurde ganz offen darüber gesprochen. Ohne Bestechung und ohne Korruption und ohne Mafia funktioniert immer gar nichts. Wird an der Uni so gelehrt. Ja. Hm. Ja. Kann man mal mitnehmen. Interessant, cool. Vielen Dank für den Exkurs. Also 2009, Moskau. Genau. Eher Hang zu, fühle ich sehr, was du gesagt hast, auch Hang zu vielleicht ein bisschen rausstechenderen Kulturen. Mhm. Kann jetzt in so einer Phase viel interessanter sein, auf Russland und das Verständnis von dem Land blicken zu können, als jetzt zu sagen, ich war in UK oder in den USA. War bei mir damals im Auslandssemester ähnlich. Da stand New York, was auch unfassbar teuer war, und Shanghai auf dem Schirm. Mhm. Bin dann nach Shanghai gegangen. Sicher auch eine Erfahrung. Ja. Wirklich, wirklich sehr, sehr nice. Ja. Wie ging es weiter? Genau, da habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass ich nicht in Moskau arbeiten möchte. Bin zurück nach Wien, habe mein Bachelor fertig gemacht und habe direkt einen Master angeschlossen, wollte dann aber den Master nicht mehr in Österreich machen, sondern habe mich an ein paar Unis beworben und habe mich dann für Mannheim entschieden, also auch in zumindest war das aus meiner damaligen Sicht eine sehr renommierte Universität mit einem wahnsinnig schönen Gebäude, ein Schloss in Mannheim. Die Stadt habe ich dann mit der Zeit dort auch lieben gelernt. Wahnsinnig tolle Erfahrung, wirklich tolle Menschen, tolle Kollegen oder Studienkollegen dort kennengelernt und die nach wie vor Freunde sind. Tolle Professoren, viel mitgenommen dort. Und habe dort meinen Master gemacht und nach dem Master, wie es eben dann so ist, muss man halt irgendwann den Einstieg ins Berufsleben suchen. Und da komme ich jetzt ein bisschen zurück auf mein Elternhaus. Also ich hatte natürlich eine sehr komfortable Kindheit und habe nie so den Druck verspürt, ich muss jetzt irgendwas machen oder leisten, sondern ich wollte natürlich schon etwas leisten, aber gerade in den Sommerferien, wo natürlich viele Leute sagen, okay, ich mache hier Praktika, habe ich ehrlicherweise etwas zu lax gesehen. Also ich habe schon Praktika gemacht, aber eher so Kategorie B-Praktika. Ja? Also wo ich gewusst habe, okay, da ist... Wird nicht zu anstrengend. Ich nehme vielleicht doch was mit, ich kriege ein bisschen Geld und kann mir den Rest des Sommers, den dritten Monat dann, also Uni-Zeit war immer 3 Monate im Sommer frei, 2 Monate arbeiten, einen Monat ein bisschen Spaß haben, gehörte auch dazu. So, und dann hatte ich eben... stand ich vor der Situation, okay, ich muss mich jetzt bewerben und hatte... Ich kann es mir heute nicht mehr erklären. Ich hatte den Wunsch, unbedingt in der Bank zu arbeiten. Ja, ich kann es dir nicht erklären, warum. Ich hatte auch gar keine Vorstellung, was ich genau in der Bank machen möchte. Also ich habe mich auf ganz unterschiedliche Positionen beworben. Bei jeder österreichischen und deutschen Bank hatte ganz viele Bewerbungsgespräche und bin aber jedes Mal in so ein Bankgebäude reingekommen und habe mir gedacht, hier möchte ich nicht arbeiten. Also du kommst ja vor wie in so einem Verwaltungsgebäude von, keine Ahnung, also in Österreich heißt das Magistratsabteilung, also hier ein Amt, wo gefühlt nur beamtete Leute sitzen und das einfach sehr... Gänsehaut. Absolut, ja. Schlimmstes Erlebnis war Österreichische Nationalbank, die zwar sehr gut zahlt und wo du extrem tolle Benefits bekommst als Mitarbeiter, also wenn du dort einmal anfängst zu arbeiten, hast du ausgesorgt fürs Leben. Bewerbungsgespräch, Riesenraum, alles holzvertefelt, also irgendwie aus dem 16. Jahrhundert. Ein runder Konferenztisch mit einem Durchmesser von, keine Ahnung, 8-9 Meter. Und auf der anderen Seite sitzen 5 weißhaarige Männer und 9 Meter im Abstand sitze ich. Und die hätten mir sogar eine Stelle angeboten, aber ich habe gesagt, nee, möchte ich echt nicht. Ja. Und dann habe ich über meine alte Uni in Wien, über das Jobboard dort eben eine Stelle gefunden bei einer kleinen Firma, MP Coupled Finance. So, noch nie gehört. Was machen die? Die machen M&A-Beratung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe damals nicht wirklich gewusst, was das heißt und was da passiert. Ja? Also den Begriff hat man mal gehört, aber was das jetzt wirklich bedeutet und wie die da täglich arbeiten, wusste ich nicht. Haben ein Bewerbungsgespräch bekommen, erstmal für ein Praktikum.
Und bin da hingegangen, Innenstadtlage, also ähnlich wie euer Büro, coole Lage, du kommst rein, fühlst dich irgendwie, das ist irgendwie dynamisch, das ist irgendwie, das sind junge Leute, hat irgendwie einen coolen Vibe. Macht das Bewerbungsgespräch, komm raus und denk mir, ja, lief okay. Ja. Krieg einen Anruf von denen, die sagen, ja, du, also das war es nicht wirklich, ja, aber weißt du was, wir geben dir jetzt einen Monat Zeit und dann kommst du nochmal. Und ich habe einen Monat, ich hatte noch meinen Uni-Ausweis, mit einem Monat. Was haben die mit dir gemacht, also dass du dann nicht überzeugt hast? Ich hatte keine Ahnung von M&A und habe mich nicht ausreichend gut vorbereitet. Okay. So. Das heißt, ich habe eine zweite Chance bekommen und die habe ich dann genutzt. Ich hatte noch meinen Uni-Ausweis, konnte in die Bibliothek gehen und habe einen Monat lang von früh bis spät nur die Bücher gelesen und geschaut, okay, was ist M&A, wie geht das, was sind die Begriffe, Definitionen, wie rechne ich was, etc., etc. Ja. Zu der Dame, heute kannst du ja alles im Internet nachschauen, YouTube-Videos, damals war das noch sehr in den Kinderschuhen, solche Dinge. Komme zum zweiten Interview, denke, okay, ich habe jetzt gut performt, da war auch einer der Partner damals dabei und dann sagt am Ende, du weißt du was, von M&A hast du immer noch keine Ahnung, aber du bist irgendwie ein cooler Typ. Ja? Und hat sich dann rausgestellt, hat er mir Monate später das irgendwann mal erzählt, dass er hat mich nur genommen, weil ich Skilehrer war. Also ich habe in meiner Schulzeit und Studienzeit im Winter immer als Skilehrer gearbeitet. Da hat er gemeint, der muss doch irgendwas am Kasten haben, der muss doch mit Leuten reden können, der muss denen doch irgendwas, also das muss irgendwie ein Typ sein. Der Skilehrer ist und das über einen längeren Zeitraum macht, das muss ein Typ sein und den holen wir zu uns. Ja. Krasser Halo-Effekt. Und haben aber gesagt, die Ausschreibung war 6 Monate Praktikum und haben gesagt, du kriegst erstmal 3 und dann schauen wir, ob es weitergeht. Ja. Und da habe ich mir natürlich einen Arsch aufgerissen die ersten 3 Monate und habe dann Gott sei Dank auch die zweiten 3 Monate bekommen und dann nach den 6 Monaten noch dann die Festanstellung. Ja. Und da wurden dann 6 Jahre draus? Da wurden dann 6,5 Jahre draus insgesamt, genau. Ja. Ja. Cool. Ja. Nee, ganz tolle Zeit dort. Ja. Und danach hattest du dann Ahnung von M&A? Das hoffe ich zumindest. Ja, ja, nein. Also ich konnte es ein paar Mal unter Beweis stellen, glaube ich. Ja. Okay. Jetzt bist du mittlerweile schon 5 Jahre bei der Company, wo du jetzt bist. iUnit? Genau, iUnit Group, ja. Wie kam das? Auch wie so oft die Liebe. Ich habe damals in Mannheim meine heutige Frau kennengelernt. Und wir hatten lange Zeit eben, also sie hat ein duales Studium gemacht bei der Inge Dieber in Frankfurt. Und sie hat eine lange Zeit Fernbeziehung. Hatten wir aber schon erstes Kind, zweites Kind. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt mit 2 Kindern Fernbeziehung, irgendwie sollten wir das langsam aufhören. Dann ist sie zu mir nach Wien gekommen. Und da haben wir dann einen großen Unterschied zwischen Österreich und Deutschland festgestellt. Und zwar, es ist extrem schwierig gewesen für sie als Deutsche in Österreich Fuß zu fassen und einen Freundeskreis aufzubauen. Mhm. Dann haben wir gesagt, irgendwie macht das keinen Spaß und lass uns doch, jetzt waren wir 2 oder 2,5 Jahre bei mir in Wien, jetzt lass uns doch mal schauen, wie es bei dir ist. Ja. Und sie kommt aber nicht aus einer Großstadt, sondern sie kommt aus Herford in Ostwestfalen, also 50.000 Einwohnerstadt bei Bielefeld. Da war die Liebe schon sehr groß. Ja. Weil wenn du jetzt mal Google Maps aufmachst und sagst, oder irgendeine Jobplattform und sagst, Herford plus 100 Kilometer, such mir M&A, wird zu dünn. Hä? Also du kriegst in Bielefeld, hast du Oetker und dann hast du Gütersloh, hast du auch hast Miele Corporate, und solche. Corporate Venturing, aber Finance. Dann bist du ja plötzlich wieder im Konzern und Riesenstrukturen und keine Entscheidung, weil das Spannende war ja, dass das wirst du vielleicht auch bestätigen können in deiner Rolle. Du hast in der Unternehmensberatung hast du eine extrem schnelle Lernkurve, wenn es ein kleines Team ist. Ja, eine extrem schnelle Lernkurve und du kriegst extrem schnell Verantwortung. Ja. Und das wirst du mit dem Wechsel in den Konzern, wirst du das erstmal wieder los. Ja. Und damit, glaube ich, könnte ich nicht umgehen. So, und dann habe ich
all die Headhunter, die mich in den 6,5 Jahren in Wien immer belästigt haben, habe ich dann gesagt, ja, jetzt könnt ihr mal wirklich was tun. Habe denen wirklich in der E-Mail Herford. Screenshot von Google Maps gezeigt, weil wenn ich denen nur Herford schreibe, wissen die ja auch nicht, wovon ich rede. Hier wohne ich, ja, suchen wir mal was, was für mich passt. Ja. Und hatte dann in Dortmund ein, zwei Gespräche und eben auch bei Unit Group. Und da war ich, also das war ein Match made in heaven. Ja. Also sofort erstes Mal reinkommen. Ich habe gewusst, okay, das kann ich mir echt vorstellen. Das sind irgendwie coole Leute. Das ist jetzt 5 Jahre her. Wie groß waren die damals? Da waren die wahrscheinlich 60, 70 Leute. Ja. Wow, okay. In 5 Jahren nochmal fast verdreifacht. Ja, genau. Mhm. Genau, also du kommst da rein und hattest auch das Gefühl, da passiert noch was. Ja. Da ist irgendwie Bewegung. Die haben es natürlich auch schlau gemacht. Die haben mich auf erstes Bewerbungsgespräch war eher so ganz normal, formales Bewerbungsgespräch. Zweites Bewerbungsgespräch war, komm, wir haben da eine Abendveranstaltung, bleib doch noch mal da. Und wie es sonst ist, dann bist du um 4 in der Früh in einer Bar mit den Partnern und sagst, okay, irgendwie seid ihr doch coole Leute. Ja. Und dann war ich im Netz gefangen sozusagen. Ja. Okay. Und da ist dann der Spruch nach 2 Jahren entstanden? Genau, also eben im zweiten Bewerbungsgespräch, weil da war das war auch relativ risky Move, weil also damals gab es auch schon 4 Partner und einer der Partner war auch verantwortlich für den M&A-Bereich. Mhm. Und die Struktur hat jetzt nicht vorgesehen, dass es einen zweiten Partner, der auch M&E-Verantwortlichkeiten hat, gibt. Und dann habe ich quasi gesagt, pass auf, also dem Gründer habe ich gesagt, pass auf, ich komme gern zu euch, aber ich möchte in 2 Jahren hier Partner sein, Anteile haben und die Company weiter voranbringen. Ja. So. Das fand er anscheinend auch ganz gut und so haben wir zueinander gefunden. Ich finde, du hast eine sehr ruhige Art, auch eben beim Vorgespräch, habe ich gedacht, okay, mal gucken, was da jetzt rauskommt. Jetzt finde ich es richtig geile Punkte. Da ist ein Drive da, der nicht unbedingt laut ist. Ja, absolut. Also ich sage immer, ich bin eher für den zweiten Moment. Ja. Der bedachte Skilehrer, der auf Kante fährt. Genau. Cool. Formuliert. Okay, krass. Ja, und jetzt bist du da Partner. Genau, also die haben auch das gegenseitige Versprechen, dass das 2 Jahre dauern wird. Das wurde ziemlich on point eingehalten. Also ich wurde dann September 21 Geschäftsführer von einer dieser Tochtergesellschaften und dann 3 Monate später wurde ich Partner. Genau. Cool. Ja. Alles erreicht im Leben, oder? Nee, bei weitem nicht. Nein. Mittlerweile hast du 3 Kinder, muss man noch dazu sagen. Mittlerweile habe ich 3 Kinder, genau. Ja. Deine Frau ist auch berufstätig? Meine Frau ist auch berufstätig, ja. Aber ihr habt keine Fernbeziehung mehr? Nein, wir leben in einem Multigenerationenhaushalt. Uiuiui. Ui, ui. Genau, ja. Also mit ihren Eltern. Ach so, okay. 3 Generationen unter einem Dach. Ja. Das hatte ich auch. Das ist ehrlicherweise sehr schön, dass ich viel Zeit mit meinen Großeltern hatte in meiner Jugend. Ja. Bis sie verstorben sind. Ja. Aber auch bei uns im Haus. Okay. Ja, was würdest du jemandem empfehlen, der auch Lust hat, Partner zu werden? So, was ich heraushöre, ist, dass es sich schon mal lohnt, einfach Ambitionen auszusprechen. Ganz ohne Arbeit von deiner Seite wird es nicht funktioniert haben. Also einfach nur es zu fordern, wäre wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Aber denkst du, das also, machen Leute zu viel, zu wenig? Auch zu sagen, hey, das will ich. Und viel zu wenig. Wie sieht das aus? Also viel, viel zu wenig. Also Das beginnt ja auf dem Einstiegslevel. Also wenn du nicht aussprichst, dass du irgendetwas möchtest, kannst du dann wartest du auf jeden Fall länger, als es dauern würde, wenn du es aussprichst. Weil warum soll ich als Arbeitgeber jetzt, also klar, ich möchte die Leute natürlich fördern und gibt Programme und das Karrierestufen und du musst das erfüllen etc. Aber wenn ich jetzt nicht, ich bin jetzt in einer größeren Firma und da sind 10 Juniors ja, oder 10 Praktikanten und es ist klar, dass es irgendwie nur 2, 3 Vollzeitstellen gibt, ja, dann muss ich doch so viel Hirn haben und sagen, ja, ich möchte dahin und hier bitte, ich bin gut und schau dir meine Arbeit an. Eine,
ein Spruch, den ich immer gerne sage, den ich von einem der Partner aus Wien habe, ist: Tue Gutes und sprich darüber. Ja, wenn du das nicht machst, wird es oft einfach auch nicht gesehen. Oder auch nicht, es wird vielleicht gesehen, aber nicht so wertgeschätzt. Ja, was würdest du jemandem empfehlen, der auch Lust hat, Partner zu werden? So, was ich heraushöre, ist, dass es sich schon mal lohnt. Ja, sich zeigen, zeigen, dass man auch bereit ist, zu arbeiten, sich einzusetzen, vielleicht auch Ideen hat. Ja. Ich kann ja, egal wie lange ich dabei bin, ich kann ja immer Ideen haben. Ja. Egal, ob das jetzt, ich arbeite an irgendetwas und merke, dass wir machen das zwar immer so, aber eigentlich war es so besser, bis hin zu Entscheidungen, die ich dann als Partner treffen muss, kommen, lass uns mal ganz groß denken und in die Richtung gehen. Also es gibt ja da ganz viele Möglichkeiten und Abstufungen. Also ich höre so ein bisschen raus, leisten und fordern im Wechsel. Genau. Genau. Ohne Leistung geht es nicht, das ist klar. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ohne fordern wird es auf jeden Fall länger dauern. Mhm. Und da entsteht ganz viel Frustration. Ja, also ich möchte jetzt nicht zu sehr abschweifen, ja, aber du hast ja oftmals die Diskussion, egal in anderen Podcasts oder im Fernsehen auch immer, warum Frauen sozusagen nicht in Führungspositionen sind. Aber die sind, das merke ich bei uns auch, die sind da weniger laut. Ja. Ich kann es ja gar nicht, also vielleicht sind die von Natur aus da ein bisschen zurückhaltender, aber das merkt man schon. Ja. Wenn sie sind, werden sie oft auch als bitchy abgestempelt. Das kommt vielleicht auch noch dazu, ja. Genau. Also die haben natürlich Angst dann, ja. Also bei Männern ist es halt so, da wird das eben positiv konnotiert, bei Frauen wird es dann nicht immer positiv konnotiert. Ja. Das ist so. Hm. Arbeitet ihr an weiblichen Partnerinnen im Unternehmen? Wir hätten gerne eine. Aktuell wird es noch ein bisschen dauern. Ja. Also eher auf den unteren Ebenen. Nee, wir haben auch Frauen, also wir haben eine relativ hohe Frauenquote. Also ich glaube, wir haben deutlich über 50% Frauen bei uns im Unternehmen. Aber wir haben auch viele Frauen, die verantwortungsvolle Positionen haben. Aber ich sag mal, die jetzt irgendwo Geschäftsführer in einer unserer Gesellschaften sind oder so, das haben wir aktuell nicht. Nein. Und sagst du, für die gilt nochmal besonders der Rat, leisten und fordern im Wechsel? Ich möchte keinen Unterschied machen. Ja? Also es gilt ja für beide. Es gilt ja sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Ja. Fair. Ja. Cool. Philipp, vielen Dank für die Einblicke in die Vita. Wenn man bis hierher zugehört hat, wo können die Zuhörer, Zuschauer mehr über dich erfahren? Ja, ich habe natürlich ein LinkedIn-Profil, sonst hätte ich ja Moritz auch nicht kennengelernt wahrscheinlich. Versuche da halbwegs regelmäßig zu posten. Ansonsten haben wir natürlich auch eine Website. Aber ich glaube, um von mir persönlich einen Eindruck zu bekommen und was ich so mache und wofür ich so stehe, LinkedIn. Und ansonsten gerne auch mal persönlich in Braunschweig vorbeikommen. Ist eine schöne Stadt. Ja. Und ihr habt sogar noch weitere Standorte, lasst es mir verraten. Absolut. Hamburg, Essen, München? Ja, und Hannover. Und Hannover. Genau. Ja. Cool. Also, vielen Dank, dass du den Weg hierher gemacht hast. Und ich bin gespannt, was ihr von der Folge haltet. Und sag bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Consulting.